Wir kommen jetzt zu einer Kategorie, wo bei den Zuspielern oft sehr wenig zu erkennen ist, weil nicht selten mit Handys gefilmt wurde. Sie haben es wahrscheinlich jetzt erraten, gleich wird die beste Off-Produktion prämiert. Ich glaube ja, der Begriff Off-Theater wird häufig missgedeutet. Viele Menschen glauben nämlich, dass es im Off-Theater nichts zu sehen gibt, dass die Schauspieler nur im Off sind. Das ist nicht so. Viele Schauspieler denken wiederum, dass es Off-Theater heißt, weil die Zuschauer im Off bleiben. Das ist aber auch nicht so. Nein, denn auch im On-Theater bleiben die Zuschauer manchmal weg. Ich als Deutsche, ich frage mich ehrlich gesagt immer, ob Off-Theater in Österreich auch das Theater ist, wo hochbezahlte Filmstars mal ganz ohne Geld ihrer Selbstverwirklichung nachgehen und sich damit ganz nachhaltig dem Mainstream verweigern. Nein, ich glaube, das ist in Österreich nicht so, aber sag mal... Oh! Ja? Wo bist du? Verschwunden? Sag mal, denkst du nicht, dass jedes Off-Theater irgendwann mal unweigerlich im On landet? Nur, dass das Publikum dann das oft übel nimmt, weil es die romantische Vorstellung hat, je ärmer der Künstler, desto größer die Kunst. Ja, was für die Beteiligten allerdings oft sehr angenehm ist, weil die zur Abwechslung auch mal mit Kunst Geld verdienen können. Warum denn auch nicht? Unserem heutigen Preisträger gratulieren wir zu seinem Erfolg und wünschen ihm zu seinem Ruhm auch noch das entsprechende Geld. Ja, Markus Kupferblum lässt mit seiner Aufführung... Er lässt mit seiner Aufführung die verlassene Dido das Publikum berührend und mit viel Humor an seinem jüngsten gescheiterten Versuch teilhaben, totales Theater zu machen. Spiel alles selber! Dido, ich selbst! Aeneas, ich selbst! Belinda, ich selbst! Kostüme, ich selbst! Die verlassene Dido! La Didone abbandonata! Das bin ich! Ich bin die verlassene Dido! Kostüm? Haben wir alle schon fertig? Das ist schon das Modell von unserer ersten Produktion. La Didone abbandonata, die verlassene Dido. Das ist's. Die wenigsten Leute wissen, dass Mozart eine Dido-Arie komponiert hat, aber nur eben eine Arie. Die hat er komponiert für die Aloysia Weber, das war seine Schwägerin, und die hat sich bei ihm beschwert, dass sie in einer Dino-Oper auftreten muss, wo die Musik so langweilig ist. Helen, Sie sind aus England. Sie trinken einen Tee, ich mache Ihnen einen Tee. Wir haben hervorragende Beziehungen zum Kulturstadtrat. Und auch zur neuen Kunstministerin. Und für unsere erste Produktion haben wir bereits 30.000 Euro. Meine Damen und Herren,